Die Reise war für mich einfach ein Traum. Ich muss ehrlich sagen, mir fehlen die Worte, um alles zu beschreiben. Man muss es einfach erlebt haben. Es gab keinen Tag, wo irgendwas unstimmig war. Die haben die Keromeister an die richtigen Plätze gebracht und uns an die richtigen Plätze gebracht. Mit Hans-Martin und Elke haben wir zwei wunderbare Guides gehabt, die die Kultur der Anden, der Inkas nicht nur eingeatmet haben, sondern auch leben, jeden Tag. Eine große Umarmung. Und diese Umarmung haben sie uns jeden Tag gegeben. Wir waren bei Machu Picchu, wir waren Titicacasee, an vielen Kraftorten. Und ich muss sagen, es war der schönste Urlaub, den ich in meinen 50 Jahren bisher hatte. Die Reise war für mich eine absolute Herzöffnung. Eine Wunscherfüllung, ein Traum ging in Erfüllung. Es war in vielen, vielen Bereichen ein besonderes Erlebnis und hat, glaube ich, uns beiden auch als Paar besonders gut getan, das zusammen zu erleben und diese Dinge teilen zu können. Und das sind nicht die üblichen Reiseerlebnisse, die man hat und von denen man denkt, na, die müsste man bekommen, sondern es kommen überraschende Elemente, wo man denkt, ups, da hätte ich es jetzt überhaupt nicht erwartet. Und wo man Dinge geöffnet bekommt oder plötzlich eine Erweiterung des Horizonts bekommt. Und das ist einfach wunderschön. Ich kann jedem nur empfehlen, das zu tun. Und Riesenkompliment an Elke und Hans-Martin, dass ihr das machen könnt. Absolut super, vielen Dank. Es war wirklich die tiefgehendste Reise, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich kann jedem nur empfehlen, macht diese Reise. Die Welt braucht das. Und einfacher und schöner als hier in Peru könnt ihr das nicht lernen. Es ist wirklich ein magisches Peru mit einer magischen Reise. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es selber macht. Es ist eine wunderbare Zeit mit einer sehr schönen Gruppe hier. Und ich kann einfach nur sagen, ich freue mich auf das nächste Mal mit Hans-Martin und Elke. Euch auch nochmal Dankeschön, dass ihr das so hervorragend organisiert habt. Dass es so hoch ist, okay, da könnt ihr nichts. Die Höhe ist schon anstrengend, aber ist auch toll.